Liebe Leute, es ist kaum zu glauben, aber wir befinden uns tatsächlich auf den letzten Metern der Polaris 2023 in Hamburg. Noch ist aber nicht Schluss, denn ähnlich wie am ersten Convention-Tag erwartet uns jetzt hier auf der Neotaki-Stage quasi als krönender Abschluss auch am letzten Tag der Convention nochmal eine Siegerehrung. Und ebenfalls ähnlich wie am Convention-Freitag habe ich mir auch für den jetzigen Sonntag nochmal Unterstützung für diese Siegerehrung auf die Bühne eingeladen. Und bitte euch um einen großen Applaus für den lieben Kollegen Dennis von DICE. Kommt zu uns nach oben, Dennis. Jawohl. Moin, Dennis. Schön, dass du da bist. Ja, moin, moin, sagt man in Hamburg. Dennis, bevor wir über diese Kunstwerke hier sprechen und du uns erklären wirst, um was es hier eigentlich geht, ganz kurz dein Messefazit. Wie hat dir die Polaris 2023 gefallen? Ich glaube, meine Stimme sagt schon einiges aus. Die sagt tatsächlich einiges aus, ja. Ja, nee, die Messe war großartig. Also wir sind hinten im Tabletop-Bereich und haben gedacht, so, mal gucken, was passiert, aber sind komplett überrannt worden. Das war richtig, richtig toll. Wir haben gesehen, die ganzen Leute waren im Bereich, haben gespielt, haben gemalt, haben sich Sachen angeguckt. Also mein Fazit ist extrem positiv ausgefallen. Das kann ich so nur unterstreichen, und überrannt worden trifft es ganz gut. Ähnlich ja auch hier an und auf der Neotaki Stage. Also ich glaube, es waren alle drei Tage einfach alle Plätze hier besetzt. Fantastisch, dürft ihr gerne nochmal für euch selber klatschen. Großartiges Publikum. Und jetzt habe ich es ja gerade schon ganz kurz skizziert. Ja. Dennis, wir haben hier wahrlich Kunstwerke stehen. Ganz genau. Erklär uns ganz kurz, was hat es damit auf sich? Ja, wir feiern bzw. haben jetzt die Preisverleihung von unserem ersten Burning Brush Award. Zusammen, Burning Brush Award. Ganz genau. Zusammen mit Miniarts.io und Tablehammer habe ich einen Malwettbewerb ins Leben gerufen. Und die Leute konnten bei uns mitmachen und konnten die letzten Monate Bilder einsenden von ihren bemalten Miniaturen, die sie dieses Jahr bemalt haben. Und wir hatten eine Fachjury und die haben die 10 besten Miniaturen haben sie ausgesucht und wurden hier hinten in der Tabletop-Area ausgestellt. Und alle Besucher der Polaris konnten abstimmen, welche denn die besten Figuren sind in zwei Kategorien. Einmal offensichtlich Großmodell und Einzelmodelle. Die sind auf dieser Seite. Ja. Ist ihr da vom Fach? Du kennst dich da schon so ein bisschen aus, würde ich behaupten. Ja. Was würdest du denn sagen, so grob, wie lange sitzt man denn an so einem Modell, bis das wirklich so filigran bemalt ist? Das kommt ja drauf an, ne? Also die einen malen das in sehr kurzer Zeit, die anderen brauchen Wochen und Monate dafür. Das ist unterschiedlich. Ich bräuchte Jahre. Also ich bräuchte sehr, sehr lange. Wenn ich überlege, wie oft ich male, würde ich wahrscheinlich, das ist für mich eine Arbeit eines Jahrzehnts. Eine Figur. Sehr beeindruckend. Ich finde, da kann man an dieser Stelle schon mal klatschen für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Denn wenn man sich das so aus der Nähe anschaut, das ist wirklich unglaublich, mit wie viel Detailarbeit da bemalt wurde. Ja. Jetzt überlasse ich die Bühne dir. Ich bin sehr gespannt, wer einen der Preise mit nach Hause nehmen darf, wer das Rennen schlussendlich für sich entscheiden konnte. Viel Spaß mit Dennis von DICE. Ich bleibe sehr gespannt. Halte mich in Bühnennähe auf, denn ich will das nicht verpassen. Alles klar, vielen lieben Dank. Sehr gerne. So, schön, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns, das Highlight sozusagen unseres ersten Burning Brush Awards hier abfeiern zu können, und zwar die Siegerehrung. Wir fangen an mit den Großmodellen. Es gibt drei Plätze, Bronze, Silber und Gold, das kennt man, und es gibt für alle Preise. Für diejenigen, die nicht unter die Top 3 gekommen sind, kann ich sagen, macht nichts, auch da haben wir Preise auf jeden Fall für. Und ihr solltet da bleiben, weil es gibt noch die ein oder andere Verlosung hinterher. Wir fangen direkt an bei den Großmodellen mit Platz Nummer 3. Das ist der Axis of Redemption Ballistus Dreadnought von Justus. Justus, bist du da? Komm her. Erst einmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Als Platz Nummer 3 hast du ein wunderbares Artis Opus Pinselset gewonnen. Das kann ich immer gebrauchen. Kann ich immer gebrauchen. Ja, das ist so sehr, sehr Maler, gut. Pinsel, top. Das sind, also hast du die schon mal probiert? Ich habe tatsächlich ein paar, aber ja, der Preis steht ja mal für sich. Also es ist jetzt nicht das, was man standardmäßig benutzt, um sein tägliches Doing zu vollziehen, würde ich mal behaupten. Das Wichtige ist aber natürlich Ruhm und Ehre und dass du unser erster Pokalträger bist. Vielen Dank. Setz dich gerne einmal. Ja, danke schön. Platz Nummer 2 ist beim Großmodell die Star Wars Shatterpoint Grundbox von Asmodi gesponsert. Die geht an die Morati Transformed von Robse 111. Herzlichen Glückwunsch. Auch für dich einmal. Bitteschön. Die Box kannst du nachher gleich mitnehmen. So, erzähl mal was zu der Morati.
Ja, wie lange hast du daran gesessen? Ich glaube so 80 bis 100 Stunden auf jeden Fall. Das kommt schon ganz gut hin. Vielen lieben Dank. Und dann kommen wir zum ersten Finalisten bzw. zum ersten Platz im Bereich Großmodelle. Und da gibt es zu gewinnen eine Infinity Airbrush von Harder und Steenbeck. Und der erste Platz geht an den Slan Starmaster von Köpke Arts. Ist er da? Ah, in Vertretung. In Vertretung, ich gebe dir das trotzdem einmal. Köpke Arzt, viele liebe Grüße. Dann hoffentlich bringst du alles heil nach Hause. Ja, ich werde mich sehr bemühen, aber ich denke, das wird klappen. Schön, freut mich. Also einen großen Applaus noch einmal. Dankeschön. Immer das Mikro. Dankeschön. Bevor wir aber zur Einzelminiatur kommen, gibt es noch einen Sonderpreis. Es gibt eine ganze Menge Leute, die Miniaturen bei uns eingereicht haben. Über 100 Menschen haben Figuren bei uns eingereicht und das waren sehr viele. Es war eine sehr schwere Entscheidung, die 10 Besten rauszusuchen. Unsere Jury hat wirklich echt hart gekämpft. Und wir wollen trotzdem, dass alle diejenigen, die mitgemacht haben, dennoch was gewinnen können. Die sind natürlich jetzt nicht hier vor Ort, aber diejenigen, die nachher das Video sehen, werden sich freuen, denn wir haben unter allen Teilnehmern, die uns Miniaturen eingereicht haben, weil wir wollen ja auch, dass man nicht unbedingt nur mitmacht wegen des Gewinns, sondern dass man auch mitmacht, weil man, nun ja, seine Figuren fertig bekommen möchte, ne? Get your miniatures done. Und da hat nämlich der Nico Teidixmann gewonnen mit seinem Katan Void Dragon. Wir werden uns bei dir melden und dann bekommst du auf jeden Fall noch einmal diesen fetten Angron von miniats.eu gesponsert. So, nun kommen wir zur Einzelminiatur. Das sind diese ganzen Modelle. Wenn man gedacht hat, die großen sind filigran, dann müsst ihr euch mal die Einzelmodelle anschauen. Das war sehr, sehr schwierig. Wir hatten die tatsächlich in der Vitrine auch ganz oben. Die kleineren Menschen hatten ein paar Probleme, die Zettel darauf zu lesen. Ja, ich sehe da schon nicken, ganz genau. Ich hoffe, ihr konntet das trotzdem einigermaßen lesen. Ja? Okay, wir fangen an. Platz Nummer 3. Da weiß ich, ist jemand in Vertretung da? Und zwar geht das an Wave Colors aka Jonathan Pfund, der Vampire Lord. Ist denn die Vertretung da? Da hinten, Applaus! So, einmal erstmal die Bronze für dich. Dazu kannst du dann auch noch als dritten Platz gewinnen, gibt es auch eine Artus Opus Box, die kannst du gleich auf jeden Fall mitnehmen, ja? Alles klar. Und die Figur nimmst du auf jeden Fall auch mit. Passt bloß drauf auf, die ist sehr filigran. Ich habe einen großen Karton, hat er alles geliefert. Einmal nochmal einen Applaus, Dankeschön. So, beim zweiten Platz weiß ich, dass die Person auf jeden Fall da ist. War sehr, sehr knappes Rennen mit dem dritten. Und zwar Bent Jensen mit seinen, oh, jetzt muss ich lesen, Tepanahoni, der Sternseher aus Leidenschaft. Bent, bist du da? Vielen lieben Dank. Und du hast einen ganz besonderen Preis gewonnen, und zwar zusammen mit Tablehammer darfst du deine eigene Miniatur designen. Deswegen habe ich leider nichts, was ich dir in die Hand geben kann. Aber auf jeden Fall könnt ihr mit einem professionellen Miniaturdesigner kannst du deine eigene Miniatur designen, und zwar nach deinen Wünschen. Vielen Dank. So, bevor wir den ersten Platz, nein, das wäre ja doof. Nein, wir machen es direkt, wir wollen es nicht so spannend machen. Der erste Platz. Mit ungefähr 30 Stimmen Abstand zum zweiten Platz. War relativ eindeutig. Das ist der Visage von Hendarion. Einen großen Applaus. Ich weiß, es ist eine Vertretung da. Trotzdem, alle kommen auf die Bühne als Vertretung für Hendarion. Auch da einmal darfst du feierlich den ersten Platz übernehmen und das Mikro. Und ja, gewonnen hat auch Hendarion eine Airbrush. Ich hoffe, die kann er gewinnen, wenn ich mir die Figur angucke. Weißt du, ob die Figur mit Airbrush bemalt wurde? Ist alles mit Pinsel? Weißt du das? Nee, weiß ich das echt nicht genau. Wahrscheinlich ein bisschen, ja. Ja? Also ich weiß nicht, ob ihr die Figur gesehen habt. Sonst gibt es auf jeden Fall nochmal Bilder, die sind großartig. Also wenn ihr euch die Figur mal anschaut, ihr müsst ja in der Nähe sehen. Das sind so geile Blendings mit bei, das ist so weich, das ist so toll. Genau. Und wer tatsächlich genauere Fragen zur Figur hat, er hat bei sich bei Instagram auch ziemlich viele Work-in-Progress-Bilder reingestellt. Also da kann man auch ein bisschen was von ihm dazu lernen. Genau. Wie man es schreibt, oder wie man spricht, Hendarion findet ihr sonst auf Instagram dann auch. So. Jetzt haben wir alle Preise vergeben. Bis auf die Warhammer Underworld 2 Spieler Starterbox.
Wir wollten natürlich, dass ihr alle mit abstimmt. Und wie macht man das am besten? Indem man eine schöne Sache verlost. Und zwar genau diese Box. Und ich hoffe, dass die ersten, die ich ziehe, auch da sein werden. Weil unter allen, die eine Stimme abgegeben haben, werden wir jetzt in den Lostopf greifen und jemanden rausziehen. Und der oder die gewinnt dann diese Zwei-Spieler-Starterbox. Ich greife mal hier rein und hoffentlich... Marie Thjorven-Zimmermann. Ist da jemand da? Ja! Einmal die großartige Box für dich. Herzlichen Glückwunsch. Danke, dass du mitgemacht hast bei der Abstimmung. All diejenigen, die hier beim Finale dabei gewesen sind, vier andere, die kommen bitte nochmal auf die Bühne, weil für euch haben wir auch noch etwas. Hier soll niemand leer ausgehen. Das wäre sehr schade. Wir haben für euch noch einen Einkaufsgutschein von Minyards auf jeden Fall. Eins, zwei, zwei fehlen noch. Wer fehlt denn noch hier? Gut, dann werden wir die selbst benutzen. Dann benutze ich selber, ich gehe einkaufen, ich gehe an Nino weiter. Vielen lieben Dank. Tschüss. Dankeschön.